Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate Admiral Dreadnought. Mit dem japanischen Reich, was besonders dicke Schiffe baut. Und wir schreiten fort. Mal gucken. Wir gehen gerade 61 Millionen pro Runde aus. Sehr gut. Die Schiffe sind nicht im Hafen. Das gefällt mir gar nicht. So. Okay. Was haben die Briten denn angestellt? Gut, wir stimmen dazu. Machen uns fertig. Moderne Schlachtschiff-Rümpfe. Toll, toll, toll. Moderne Schlachtschiff 1 und 2. Yay. Jetzt, wo wir gerade bauen. Und China hat sich schon wieder aufgelöst. Samoa? Nee, Samoa will ich nicht. Toll, hatten sie Öl und konnten nicht fertig werden. Super. Unglaublich. Okay, wir haben extra Einkommen durch Steuern. Und ich würde mal sagen, wir würden das nationale, unsere Wirtschaft langfristig stärken. So, schauen wir mal. Okay. 17 Zoll Geschütze, die erste Variante. So, in der Welt ist viel los. Haben Torpedoboote von 1897 in Rente geschickt. Okay. So. Die Industrie fordert Umschichtung von Budget. Und wir gehen da wieder. Komm. Staatskosten. Große Kämpfe. Oh ja, wir blasen unser Budget echt weg. Bis wir im Jahr 1920 sind. Internationale Regatta. Gut, geben wir das Geld aus. So. Drei schwere Kreuzer, die extrem, also überextrem veraltet sind. So, die Russen verschrotten viele Schiffe. Passt. So. Da wurden viele Gebiete wieder erobert, aber nicht schlimm. So, an Bord cachen. Oh, okay.
Ein bisschen Antifluterforschung, sehr gut, gefällt mir immer. Mauritius, nein, ich will Mauritius nicht. Nächste Runde müssen wir sparen. Oh, wir haben eine Unruhe von 22,5. Okay, in Spanier waren sich gegenseitig. Nur eine Runde noch. Wir können noch ein paar Runden rausquetschen. Oder Admiral wurde ersetzt. Zwei Batra-Klassen. Ja, klar, gibt Geld. King Caesar-Klassen gibt Geld. So, dann schauen wir mal. Wir sind im Jahr 1920 und können eine Forschung umlegen. Ich weiß auch schon wohin. Ich werde massiv auf Kreuzer gehen. Wir brauchen neue Kreuzerrümpfe. Die Kreuzer, die wir jetzt haben, das ist alles voriges Jahrhundert. Fortgeschrittene Minen. Okay. So. Ah, die Cookinseln will ich auch nicht. Wir brauchen für 329.000 Tonnen. Was sagt unsere Flotte? Bautechnisch. Mechagodzilla, die brauchen ja bald 3 Jahre. Okay. Was passiert, wenn wir ein pausieren? Sparen wir ein halbes Jahr. 8 Monate. Ja, nächsten Monat werden aber Schiffe frei, ein paar Tonnen. Das passt soweit. Forschung. Geschütze schreiten gut voran. Bei der Panzerung schreiten wir auch gut voran. So, wir nehmen von der Panzerungsqualität raus und gehen in die Kreuzer. Abgabe. Wir haben ein bisschen Geld verdient, weil die Schiffe fertig. Kriegen wir neue Kreuzerrümpfe? Das wäre schön. Keine neuen Rümpfe. Okay. Besserer Rauch. Auch schön. Wir gucken trotzdem einfach mal Schiffdesign. Neues Design. Kreuzerrumpf. Ja, das ist alles noch Uraltkram. Nee. Welche kommen? Die Forschung muss bloß halt nur mal. Wir behalten das mal gleich im Auge. Sagen unsere Baugeschichten sehen gut aus. Werften sind nicht überlastet, der Industrie. 7 Monate, 5 Monate, 6 Monate. Ach, das war einfach verdoppelt durch die Überlastung. Okay. Wir können mal gucken, ob wir den Russen irgendwann den Krieg erklären.
Also kann man, sage ich mal, so in Richtung gehen, Russland, der Sowjetunion. 67, guck mal. Aber dann kann man nämlich Borneo schnappen. Irgendwann. So, Forschung. Kreuzer Design. 31%. Na, zeig mal her. Also Borneo, Südborneo zu haben, das wäre auch nicht schlecht. King Caesar, komm, wird gebaut. Hat geklappt, wir haben die Russen geärgert. Madagaskar. So. 62%, also dann machen wir 30% pro Runde. Auch sehr schön. So, das passt. Okay, besserer Torpedo. Starter. Alle hassen sich. Finde ich gut. Achso, ja, ich muss jetzt anfangen, die Russen zu ärgern. Haben wir fortgeschrittene Propeller für Antrieb. Oh, 7 Tonnen leichter Cruiser. Leichte Variante erforscht. Okay. Wie sieht mit der russischen Invasion aus? 0%. Die werden Borneo, werden die nicht kriegen. Da sind die nicht fähig zu. Forschung, Kreuzerdesign. Okay, gucken wir uns das mal im Schiffdesign an. Halbgepanzerter Kreuzer 2. Sehe ich mal, Armat. Nee. Da müssen wir noch ein bisschen. Forschung. Schneller. Können natürlich Kreuzer schon verkaufen. Wir bräuchten, wenn ein Krieg ausbricht, bräuchten wir sie sowieso. Zerstörerschirm. Marinetaktiken, okay. Was ist die Sowjetunion? Wir hassen euch. Wir brauchen Kreuzerrümpfe. Und sowas von. Osmanen und Großbritannien, passt. Haben die Russen geärgert, passt auch, komm. Ashigaru haben die Inder, also die haben ihr Schiff modernisiert. Oh, wir machen viel mehr im Plus.
Was euch Ungarn? Ist ordentlich Minenschaden. Sehr schön. Nehmen wir den halt ein Stückchen von Nordbornio ab. Das ist ja nicht schlimm. Halbgepanzerter Kreuzer 3. Yay! Elektromagnetischer analoger Computer. Oh. Dritte Variante der 15 Zoll Geschütze. Viele haben nichts hinbekommen. Das sind die Rümpfe der leichten Kreuzer, verbessern sich jetzt doch stetig. Bessere Zerstörer. Schornsteine. Also nach den nächsten Kreuzer, da haben wir viel zu viele. Also viel zu viele alte. Marokko hat Öl oder Öl gefunden. Oh, in Vereinigten Staaten gab es eine Revolution. Wow. Rumpfoptimierung. Superschlachtschiff. Experimentelles Schlachtschiff Rumpf. Das wird interessant. Bangladesch. Nee, Bangladesch will ich nicht. Wo sind die Sowjetunion? Wir hassen die Sowjetunion. So, das passt. Das passt. 1200 Tonnen Zerstörer. Ägypten möchte Mecha-Gojira-Schlachtschiff haben. Ja, komm. Bin mal gespannt jetzt. Wir haben eine Unruhe von 40,5. Nicht gut. So, leichte Kreuzer, 8.500 Tonnen. Geschützrohre, okay. So, wir geben nochmal aus. So, hier. So, 6 Zoll Geschütze, bessere, sehr gut. Noch ein Mecha-Gojira. Indien möchte davon eins haben. Würden viel bezahlen. Dann machen wir uns mal unsere Werft zu. So, wie sieht es denn aus? 400.000 Tonnen, 300.000 Tonnen bauen wir. Flotte. 8 Monate, dann seid ihr durch. Sehr gut. Netz wird nach Typ sortiert. Leichte Kreuzer. So. Ihr geht alle in den Ruhestand. Gucken wir hier unten leichte Kreuzer. Schups.
Schwupps, so. Kein Typschiff mehr übrig. Die Typschiffe sind alle abgesoffen, ne? Sieht so aus. Ist auch eingemottet. Tsushima wird eingemottet. Die oh, King Caesar. King Caesar kann weiter schippern. Tatsächlich noch ein Typschiff übrig. So, ihr seid in Pause, dann Schiffdesign. Leichter Kreuzer King ist gelöscht und gelöscht. Neues Design. So, da haben wir ja den modernsten Rumpf, den nehmen wir auch. Dann brauchen wir erstmal einen Hauptturm. Da reicht auch der. Packen wir dich erstmal hier hin. Sekundärturm. Gefällt mir der ganz gut. Kommst erstmal hier hin. So, Antrieb. Ich will, dass du mindestens 25 Knoten läufst. Nein, 25. Mit einer hohen Reichweite, vielen Schotten. Neue Propeller. Sehr gut. So, dann brauchen wir Schornsteine. Maschineneffizienz ist gut. Du wiegst 141 Tonnen, du bist nicht so gut. 40% Maschineneffizienz, was ist hier? Extra groß. Okay, der hat 11, 9. Könnte auch mit 58 Tonnen vielleicht das schaffen. Wir nehmen den großen Doppelstecker. Das hat man eine Maschineneffizienz von 160%. Okay, 110. Kann man das ein bisschen leichter machen? %. Dann nehmen wir einen raus. Packen einen von dir rein. Maschineneffizienz 100%. Okay, wir nehmen euch noch die beste Panzerung natürlich. So. Könntest 7 Zoll Maximalgeschütze haben. Ich hätte gern 6 Zöller. Und minimal kleinste Barbette geht nicht bei dem. Okay. Können wir mehrere Sechshörner raufpacken. Haben wir schon mal ein paar Sechshörner? So, Sekundärgeschütze, 3 Zöller. Was das Zeug hält?
Wieso willst du die nicht platzieren? Weil du irgendein Problem hast. Können wir noch ein paar Kasematten-Geschütze nehmen? Können wir noch eine Barbette platzieren? Nee, kann noch ein Hauptgeschütz irgendwo hingestellt werden, was schießen könnte. Okay. So, große Reichweite hast du. Knoten passt auch. Können wir hier ein bisschen Platz machen? Standard. Sehr schön. Du sollst Radio kriegen und den besten Entfernungsmesser, klar. Dafür haben wir Platz. Minen sollst. Sollst du Minen liegen? Nee, du sollst keine Minen liegen. Kannst Granaten, kannst du hier dich voll austoben. Kordit. TNT finde ich noch am besten. So, Panzerung hast du schon. So, hier haben wir Hilfsmaschine, das haben wir alles. Ja, dann können wir tatsächlich noch vielleicht auf 30 Knoten gehen. Ne? 28 Knoten. Ne? 27 Knoten. Ne? 26 Knoten. 26 Knoten Schiff. Schön netten Crewquartieren. Minen brauchst du nicht. Dann kann man ein bisschen noch die Panzerung hochziehen. 3 Zoll. Dann kriegst du 2 Zoll Deck. Zoll. Können wir alles nochmal in Panzerung stecken. Kasemattenpanzerung, Geschützrohrlänge, das gab die. Genauigkeit hochziehen. Und dann wirst du die. Hatten wir schon. Wie wäre es mit der Spiga-Klasse? Spiga finde ich gut. Nee, Ibira. Machen wir Ibira. Ja, Ibira ist auch gut. Krebst so vor sich hin. Sieht zwar widerlich aus, aber ja. Leichte Kreuzer halt. So. Bierer bauen 15 Stück. Wir gehen in die Welt. 75 Millionen geben wir pro Runde aus. Aber wir kaufen gleich, kriegen wir gleich ein bisschen Geld gleich gegeben. Spätestens, wenn unsere Schlachtschiffe fertig sind. So, Hydrophon erforscht. Ja, das ist gegen U-Boote. Ja. Unterwaschermikrofon. Mauritius will ich nicht.
Oh, guck mal. Norwegen möchte ein Schiff kaufen. Argentinien möchte ein Schiff kaufen. Ägypten, Bulgarien, Syrien, Indonesien, Brasilien. Die erste Runde. So. Man möchte noch, kauf noch mal Argentinien, Ägypten, Syrien, Indonesien. Dann gucken wir mal. Wir haben 500.000 Tonnen im Bau. Sechs Monate. Und letzte Runde. Na, schauen wir mal. So. Spanien ist schon wieder. Komm. Oh, leichter Kreuzer 3. Das heißt, wir können die nächste Variante quasi bauen. Aha. Nein, Ägypten kriegt erstmal kein weiteres Schlachtschiff. Ja, Norwegen verkaufen wir. Ägypten, Syrien, Indonesien, Indien. Okay. So, wir sind immer noch bei 400.000 Tonnen. Soweit alles gut. So, Politik, die Sowjetunion. Wir hassen euch. Ihr und euer Sozialismus. Unsere Flotte. 5 Monate. Dann haben wir einen großen Baufortschritt. Genauso wie hier. Wie sieht es aus in der Forschung? Also, da gucken wir gleich rein, bevor wir zu Ende machen. 0%. Hier wissen wir auch noch nicht, was wir erforschen. Hier kommen demnächst ein paar spannende Sachen raus. Okay. Und dann gucken wir uns mit dem Schiffsrumpf an, den wir frei geforscht haben. Leichter Kreuzer 3. Wo ist er? Oh, das sieht schon elegant aus. Ja. Das sind deutlich bessere Wände. Okay, da werden wir demnächst noch eine zweite Klasse bauen, die ein bisschen moderner ist. Gut, liebe Bürger, aber das beim nächsten Mal.